Fröhliche Weihnachten, Sir. Und was Ihr Angebot angeht, ich würde mich freuen, wenn ich an Ihrem Tisch sitzen dürfte. Ja, gut, danke. Mr. Shelby? Wie heißen Sie? Max, Mr. Shelby. Max. Schon gut, bleib ruhig sitzen. Oh. Ja, entschuldigen Sie, Sir. Du bist neu, ich bin Mr. Shelby. Hallo, Sir. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mich vorzustellen. Antonio. Ja, und was hast du angestellt? Entschuldigen Sie? Sous-Chef. Wieso musst du Kartoffeln schälen? Ah. Die Zeit ist so kurz. Eine Art Notfall. Oh. Eine Art Notfall. Gut. Dann leg los. Antonio, hier hast du 10 Pfund für die späte Ankündigung. Sie wollten wissen, ob meine Gäste vor oder nach der Rede des Königs kommen? Richtig? Ja. Sie kommen danach. Ja. Wie läuft's? Ach, nun, ich habe Sorgen wegen morgen. Und ich bin besorgt wegen Antonio. Seit 2 Monaten seid ihr schon hier und wir kennen uns noch nicht. Das ist meine Schuld. Ich habe viel zu tun. Thomas Shelby. Meine Hand ist blutig. Ach, meine auch. Hey, wie viel bezahlen Sie, Antonio? Ich weiß nicht. Es muss reichlich sein. Ich gebe ihm 10 Pfund. Und das bringt ihn kein bisschen aus der Ruhe. Vielleicht wird er nicht von Ihnen bezahlt. Ich habe mich über Sie schlau gemacht. Sie haben im Claridge's gearbeitet und in einem Lokal namens San Marco in der Fleet Street. Ich habe mal den Chef des San Marco gekannt. Der Mann hieß Darby Sabini. Hab nicht gerne gelernt. Nein. Womöglich aber Ihr Gehilfe Antonio, vielleicht kennt er ihn. Ist das so, ja? Wurde er aus New York hergeschickt? Das weiß ich nicht, bitte. Darby Sabini hat es arrangiert. Du musstest ihn hier in mein Haus einschleusen. Ansonsten hätte er dich getötet. Er wollte dich aufhängen wie diesen verfickten Hirsch. Bitte. Du weißt, wer ich bin. Mhm. Gut.
Du weißt, was ich tue. Du wolltest wissen, wann die Gäste hier sind, wann Antonio mich allein antrifft. Er ist ein Killer. Der Plan ist, mich morgen zu töten. Ich weiß es nicht. Ich sollte ihn umbringen, das war alles. Dann bring ihn her. Antonio! Vieni qua! Ti ho bisogno! Che cazzo succede? Du bist eine schwarze Hand! Du bist eine schwarze Hand! Wie viele von euch sind hier? Wie viele von euch sind aus New York gekommen? Vangulo! Was hat er gesagt? Das ist ein Fluch. Ich will wissen, was er gesagt hat. Was heißt das, verdammt? Er hat gesagt, fick dich! Ach ja? Bitte. Die schwarze Hand heißt töten oder getötet werden. Du gehst zurück nach London und sagst Darby Sabini, dass er die falsche Seite gewählt hat. Wenn die Amerikaner erledigt sind, wird er dran glauben. Na los, geh. Geh, los. Wenn du es weiter sagst, bist du der Nächste. King's Heath 335.